Bidelic Entertainment, Shining Gate Software, und damit ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, denn wir spielen ein neues Weekend-Game, und zwar nennt sich das Decay the Mare. Ja, das ist ein eher kurzes, kleines Horror-Adventure-Spiel, das ich noch nie gespielt habe, also ich spiele es blind. Und am 13.02.2015 hat Shining Gate Software mit Didelic zusammen entschieden, dieses Spiel zu veröffentlichen. Und dieses kleine... ja, Horrorspiel schauen wir uns einfach mal an. Es wird wahrscheinlich nicht so ein totales Schockspiel, da das Spiel eher so mit Standbild und eingebauten Szenen arbeitet irgendwie. Also es ist so ein bisschen ein vereinfachtes Gruselspiel, und da es sich von der Handlung her um einen Drogenabhängigen handelt, schneidet es auch so ein bisschen ein paar ernste Themen an. Also vielleicht wird das Spiel auch so ein bisschen zum Denken anregen oder in so eine kleine Psycho-Welt eintauchen lassen. Wir lassen uns einfach mal überraschen und mal schauen, ob wir dem jungen Mann helfen können, sein verkorkstes Leben wieder in den Griff zu kriegen. Und darum kümmern wir uns jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los, und ich wünsche euch ganz viel Spaß an dieser Stelle. Im fröhlichen neuen Jahr soll es ja auch mit tollen, fröhlichen... Ach, lassen wir das lieber. Das passt jetzt nicht so gut. Jedenfalls beginnen wir ein neues Spiel. Genau, das Spiel ist in drei Episoden irgendwie aufgeteilt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob alle drei Episoden schon draußen sind. Ich weiß, dass die ersten beiden schon draußen sind. Vielleicht sind mittlerweile auch schon alle drei Episoden draußen. Würde mich wundern, wenn nicht, aber wir lassen uns auch da einfach mal überraschen. Also, bevor ich mich hier weiter verquatsche, legen wir einfach mal los. So. Episode 1. Ja, das Ganze ist untertitelt, es gibt keine Sprachausgabe. Das heißt, ich werde das Ganze vorlesen, was hier passiert ist. Diesen düsteren Tag. Reaching Dreams, Träume erreichen. Die Einrichtung, in der ich mich befinde. Ich bin hergekommen, um mein Leben zu ändern. Keine Drogen mehr, kein Elend mehr. Besser ist. Aber in der ersten Nacht ist etwas passiert. Träume und Halluzinationen fühlen sich hier alle surreal an. Ich glaube, jemand will mir schaden, während gleichzeitig jemand meine Hilfe sucht. Wer bist du? Wo bist du? Ich kann dich spüren, in der Nähe, wie du mich beobachtest. Hast du Schmerzen? Ich kann dir nicht trauen, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich mir selber trauen kann. Es wäre einfacher aufzugeben, es alles zu beenden und den Schmerz loszulassen. So, jetzt können wir ein Tutorial spielen. Das mache ich mal. Klicke auf das Navigationssymbol am unteren Rand, um dich umzudrehen. Weil wir ja noch gar nicht wissen, wie das hier alles so funktioniert. Ein Symbol erscheint, wenn ein Gegenstand entdeckt wurde. Klicke auf einen Gegenstand, um damit zu interagieren. Aha, hier, der Schrank. Das Fragezeichen-Symbol wird dir einen Hinweis geben. Wenn du festhängst, klicke auf das Symbol, um einen Hinweis zu erhalten. Der Fragezeichen... da. Du musst dich in diesem Raum weiter umschauen. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Tja. Was können wir hier? Können wir uns das Poster angucken? Ich will aber noch nicht raus. Wir bleiben noch in dem Raum. Ist das Tutorial jetzt zu Ende? Was haben wir hier? Mir wurde gesagt, ich sollte die Medikamente nehmen, bevor ich ins Bett gehe. Nö. Wer braucht die schon? Paar Halluzinationen. Doch, wir nehmen auch unsere Medikamente, besser ist. Ja, wir nehmen die Medikamente. Dass das keiner überprüft? Was ist... Oh, wir hören doch eine Stimme. Wow.
Ich hatte gelesen, dass es keine Synchronisation dazu gibt. Vielleicht ja in den spannenden Videosequenzen. Das ist ein Wurm. Okay. War die Hand von uns? Ja, dann sind wir wieder da in unserem Zimmerchen. Es ist so still hier. Ja, könntest du noch mal keine Tabletten mehr. Ich habe meine Medikamente genommen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ja. Und jetzt geht's uns voll schlecht, weil ich die Medikamenten genommen habe, du. Medikamenten vor allem. So, was haben wir denn hier eigentlich? Ach so, hier geht's einfach dann weiter. Gut, dann gehen wir mal raus, ne? Ist jetzt was im Schrank? Nichts. Immer noch nichts. Sehr leerer Raum. Wir gehen mal raus. Oha. Oh. Ich krieg gleich eine Errungenschaft, weil ich hier rausgegangen bin. Nee, da geht's irgendwie nicht weiter. Können wir hier was gucken? Nö. Gehen wir mal nach rechts. Ah. Ist das jetzt unsere... Ach nee, das ist nicht unsere Tür. Können wir da rein? Was ist das? Sie lässt sich nicht öffnen. Oha. Verschlossen. Da kann man wohl auch nichts machen. Was ist hier? Hier kommen wir bestimmt raus. Sonst kommen wir ja gar nicht raus. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Hier. Guck dir das mal an, hier auf dem Boden. Konntest doch hier, jetzt doch die Hand hineingehen. Ja, ja, geh da mal rein. Kriech dich mal unter den Brettern durch. Guck dich ruhig um. Ich weiß noch gar nicht, wie er heißt. Ich hatte es irgendwo gelesen, wie er heißt, aber... Ja. Zeit ist eine Illusion. Juhu, was war das denn? Was zur Hölle geht hier vor? Oha. Ich denke immer, die Hand gehört nicht zur Tür. Okay. Wir gehen einfach mal durch. Verschlossen. Da ist Blut auf dem Schloss. Aha. Okay. Dann ignoriere das einfach mal. Was ist das für ein Auge? Was ist das hier? Kannst du zu dem Auge was sagen? Nö. Ja, dann nicht. Ne. Oh, wir können hier durch. Was ist das hier alles? Oh, ein Rätsel. Code, aber wir haben noch keinen Hinweis. Griff benutzen. Nichts passiert. Okay, wir brauchen den richtigen Code und leider ist mein eigenes Bild im Weg. Dabei habe ich schon unten links hingepackt, damit es nicht im Weg ist. Scheiß. Na gut, dann nicht. Fragezeichen. So. Kommen wir nicht von hier? Nee, wir sind hier ganz woanders. Zeichnung. Die hebe ich mal auf. Dieses Symbol erscheint, wenn sich Gegenstände im Inventar befinden. Klicke auf das Symbol, um das Inventar zu öffnen. Okay. Da. I. Verwenden. Untersuchen. Was steht da? Vielleicht rückwärts? Liebe ist durchdrungen. Liebe ist durchdrungen? Der Junge weint. Der Mond
brennt. Die Männer beobachten uns. Hä? Kombinieren. Ah, man kann auch Dinge kombinieren. Also daran merkt man schon wieder so ein bisschen so Point-and-Click-Flair in dem Spiel. Und wie gesagt, es ist so still. Ich dachte eigentlich, hier ist mehr Action. Aber macht ja nichts. Wir gucken uns alles hier mal an. Wir haben auf jeden Fall was eingesammelt. Das ist schon mal gut. Oh, ich habe einen Schatten gesehen. Was hier? Ist verschlossen. Da sind Aufkleber von Hundeköpfen auf der Tür. Hä? Wer macht denn sowas? Und wir gehen einfach mal überall rum. Diddledum. Was haben wir hier? Oh, da zwinkert. Die zwinkern die Bilder. ja und nu? Nix oder was? Na gut, nix. Ja, dann nix. Oh, jetzt werde ich angerufen. Bis gleich. Ja, sorry. Kommt immer in den unpassendsten Augenblicken natürlich, wenn man gerade ein neues Spiel anfängt. Aber ich lasse jetzt einfach mal drin und spiele nicht das ganze Spiel deswegen von vorne. Genauso wie meinem Fehlgequatsch am Anfang. Also, wir sind hier auf der Suche. Hier sind irgendwelche Gemälde, die sich bewegen. Nein, ich möchte weiterspielen. Entschuldigung. Und dann ist man übrigens recht easy. Im Moment benutzt man ja nur die Maus irgendwie. Ansonsten kann man sich hier lustig durch die Gegend klicken. Ein Teddybär. Was ist denn mit dem Teddybär? Kannst du den nicht nehmen? Kein Teddybär zu mitnehmen. Kann keinen Rechtsklick machen oder was? Kann ich hier irgendwas machen? Das verwenden? Nein. Okay. Dann gehen wir da mal durch, wenn es geht. Und es geht. Ich weiß immer nicht, ob wir hier schon waren. Gehe ich jetzt hier wieder durch? Ich weiß jetzt nicht. Gehe ich zurück? Oder nicht? Was haben wir hier? Oh, da liegt auch was. Holzgriff. Aufheben. Super. So ein Holzgriff, ne? Der ist ja schon auch praktisch. Oh. Wieder so ein mysteriöser Raum. Aber es sieht auch alles so... Ich meine, wo befindet sich der Typ? Untersuchen. Ja, natürlich. Gucken wir uns das hier an. Die Augen können wir drücken. Ah. Gibt es dafür vielleicht auch eine Kombination? Wie oft man hier die Augen drückt? Hm. Bestimmt. Aber das erschließt sich jetzt nicht hier raus, oder? Ja, weil da ja auch ein Schädel irgendwie zu sehen ist, aber wüsste ich jetzt auch nicht. Den Holzgriff vielleicht auch nochmal angucken? Untersuchen. Es ist der Griff eines Vorschlaghammers. Oh, okay. Oh, dann kann man das hier so cool drehen. Immerhin. Für ein Spiel aus dem Jahr 2015 dürfte man sowas auch schon erwarten. Was haben wir? Tori war es hier. Tori war es hier, genau. Tori war hier. Ja, das ist ja schön für Tori. Wer nennt sein Kind denn Tori? Nee, hier waren wir schon. Lass mich mal nochmal hier durchgehen. Ach so, klar, wir können ja auch nur zurück. Ja, gut. Dann war es das hier in dem Raum. Oder was? Ja, jetzt kann ich nur da lang gehen, dann nochmal dahin und dann nochmal in den Flur in die andere Tür. Geradeaus. Mhm. Was haben wir hier Schönes? Was ist das hier? Einfach nur so... Nichts. Ein Ring. Whatever. Können wir hier vielleicht das Ding verwenden? Das kann nicht hier verwendet werden. Gut, dann verwenden wir eben das komische andere Ding. Und ansonsten war es das hier mit unseren Sachen im Raum. Die Tür klemmt, sie gibt nicht nach. Ja. Dann nimm doch, nein,
auch nicht. Ja, man muss ja einfach mal alles ausprobiert haben. Gehen wir jetzt wieder zurück, oder? Oder konnte man hier noch nach links jetzt von uns aus? So. Genau. Oh, hier gibt es ja doch noch was. Hm. Das ist ein Schmetterling. Ein roter Schmetterling. Er ist schön. Ja. Ein schöner roter Schmetterling. Was mache ich mit dem Schmetterling? Nix. Lässt sich nicht öffnen. Na. Wo sollen wir hin? Noch da. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Und raus. Oder kommen wir jetzt wieder nicht raus? Ich glaube, wir kommen schon wieder nicht raus. Ne, doch. Nee, hier klemmt die doch. Oh. Nervig. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Hoffentlich gehe ich jetzt wieder zurück. Ich gehe immer falsch, aber hier könnten wir uns nochmal drehen. Hä? Hier war ich doch gerade. Und es verwirrt mich. Es verwirrt mich. Ich merke das schon. Vielleicht muss ich mich hier einfach mal drehen. Also, das will ich schon die ganze Zeit, aber irgendwie... Ja. Endet es damit. Das ist die einzige Tüte, die ich nehmen kann. Ich check das nicht. Muss ich hier durch? Dann komme ich doch wieder in den komischen anderen Kopfraum. Genau. Das bringt doch auch nichts. Mensch. Und hier kann man sich nicht drehen. Das verwirrt mich. Und hier drehen geht auch nicht. Hä? Dann müssen wir hier doch zurückgehen können. Ah, okay. Ach ja, endlich. Zurück. Jetzt drehen wir uns mal nach... Da können wir uns und da... Und ich weiß gar nicht mehr, wo wir herkommen... Ah, hier waren wir auch schon. Da waren wir noch nicht, in der Ecke mit den Ziegelsteinen. Bestimmt auch irgendwas hier. Oder auch einfach mal nichts. Hä, irgendwas muss es doch hier geben. Ich gehe einfach mal nach dem Pfeil lang. Der Pfeil sagt, das Fragezeichen sagt, ich soll hier lang gehen. Nein, jetzt bin ich hier schon wieder. Oh, eine Notiz. Eine Liste von Namen. Mein Name steht ganz unten. Zettel aufheben. Huhu. Okay. Ich möchte den Zettel sehen. Untersuchen. Also wir haben hier Nicholas Jensen, Robert Harris, Joseph irgendwas, Anthony White, Carl Nelson oder Jeff Walker, Paul Brown und wir sind Sam irgendwas. Sam. Wir sind Sam. Weißt du Bescheid? Oh, wo sind wir hier? Ist es ein Telefon? Nein. Schwer so ein Ring. Hä? Hm. Immer diese Ringe. Ja. Dann gehen wir wohl mal wieder. Wo kommen wir jetzt hin? Ach, hier bin ich jetzt wieder. Nee, nee. Können wir nicht nochmal... Nee. Obwohl, ich glaube, ich bin hier sogar richtig, dass ich hier mal lang gehe. Mal wieder so zurückgehen. Durch den komischen Schacht. Es ist zu dunkel, da kriege ich auf keinen Fall rein. Ach so. Ich dachte, hier wären wir auch hergekommen. Ja, dann brauchen wir wohl Licht. Haben wir auch noch nicht. Da ist die Tür, wo wir herkommen. Aber hier gibt es auch noch eine Tür. Oh. Hä? Was ist da denn los? Wir drehen uns mal wieder nach rechts. Dann ist da auch noch ein Flur. Mit einem roten Gang.
Hier ist ein Regal, kann ich mir aber nicht angucken. Die ist verschlossen, da ist Blut. Ach so, hier sind wir wieder. Dann sind wir ja hierher gekommen. Ah, okay. Hier sind wir jetzt wieder, aber hier haben wir uns bestimmt noch nicht gedreht. Nee, da ist was nah beim Ventilator. Können wir hier vielleicht unser Ding verwenden? Das kann ich hier nicht verwenden. Manno, das hätte doch gut klappen können hier. Anscheinend brauchen wir da noch was anderes. Da haben wir auch noch keine Kombination für. Wir gehen wieder nach unserem schlauen Fragezeichen. Was sagt unser schlaues Fragezeichen? Schlaues Fragezeichen sagt, wir sollen nach unten gehen. Machen wir das mal. Hier waren wir doch gerade schon. Jetzt gehe ich mal wirklich nach dem Fragezeichen, weil jetzt weiß ich nicht, wo wir hin sollen. Nach da. Sollen wir vielleicht durch die Tür? Ja, wir sind wieder draußen. Wir sollen hier hin. Okay. Dann machen wir das mal. Hey, hier waren wir doch gerade. Kann man sich hier drehen? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was möchtest du uns sagen? Fragezeichen. Ich mache das jetzt mal ganz stumpf, weil ich mich einfach mal führen lassen will. Du musst dich in diesem Raum weiter umschauen. Ja, das habe ich ja schon gemacht, aber können wir jetzt hier was machen? Dann doch noch im Kopf? Ja, dann untersuchen wir den nochmal. Sind halt die Augen, die man verwenden kann. Wenn du die Augen in der richtigen Reihenfolge drückst. Ja, ja. Oh. Oh. Das war echt jetzt Zufall. Also ich, wie gesagt, spiele das hier total blind. Das war ja echt Glück. Also bestimmt findet man da aber noch einen Hinweis, weil das war jetzt so eine, ich weiß nicht mal, was ich gedrückt habe. Einfach mal rumprobiert. Aber hat geklappt. Das ist ja toll. Ich habe jetzt einen Schlüssel aufgehoben. Den würde ich gerne nochmal untersuchen. Hier so eine tolle Animation mit einem Hund drauf, nehme ich mal an. Und das ist bestimmt die Tür, wo die Hundesticker drauf sind, ne? Da würde das ja zu passen. Wo war denn dieser Raum? Sonst wo? Der ist doch sonst wo gewesen. Die Tür klemmt. Das war auch so eine Seitentür. Die war das auf jeden Fall auch nicht. Da ist der Schmetterling. Gehe ich mal hier wieder zurück. Hä, die klemmt doch. Hä, jetzt bin ich schon wieder... Oh, das ist immer so verwirrend. Ich gehe mal geradeaus und denke, ich gehe zurück. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht. So, und hier muss ich jetzt so gehen, genau. Damit ich wieder zurückkomme, muss ich irgendwie an einer Stelle immer tatsächlich so rückwärts gehen. Ich weiß gerade nicht, wo wir hin müssen. Um wieder zu dieser Hundetür zu kommen. Ach, da sind wir wieder im blauen Raum. Das ist auch Quatsch. Vielleicht kann uns das Fragezeichen nicht wieder führen, weil es so verwirrend hier ist. Ist ja freundlich. Das freundliche Fragezeichen. Hier. Ach, hier ist die Hundetür. Okay. Es ist verschlossen. Das sind Aufkleber von Hundeköpfen. Pass auf. Verwenden. Yeah! Erstes Rätsel gelöst, sozusagen. Oh. Krass. Wo sind wir hier? Es ist ein Raum voller Fotos. Und immer dieselbe Frau. Na, was sollen wir jetzt hier finden? Hoffentlich nichts hinter meiner Kamera.
Irgendwas muss doch hier anders sein. Vielleicht, wenn das Licht immer leuchtet, dass man dann irgendwas sieht, was man sonst nicht sieht oder so. Du musst in diesem Raum weiter umschauen. Okay, das wäre jetzt mein nächster Gedanke gewesen. Da ist eine Schublade, die kann man aufmachen. Ah, Münze. Mhm. Eine Münze, was können wir mit der denn mal machen? So. Hier ist auch irgendwas vernagelt. Da war aber sonst nichts, oder? Nee. Okay. Kann man auch nicht wieder zumachen, die Schublade. Das macht sie ja von alleine. Dann gehen wir mal wieder. Hm. Fragezeichen. Wo soll's hingehen? Ich soll mich hier umschauen. Soll ich vielleicht durch die Tür gehen? Warum sollen wir denn jetzt hier wieder durch? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum soll ich mich denn jetzt hier weiter umschauen? Was habe ich denn jetzt übersehen? Jetzt zwinkern die. Die haben doch vorher nicht gezwinkert, oder? Sie haben uns angezwinkert. Irgendwas ist hier faul. Können wir hier irgendwas benutzen? Verwenden? Nein. Können wir die Münze hier verwenden? Nein. Es wäre auch komisch, wenn man hier was findet und zugleich direkt hier benutzen kann. Vielleicht diese Zeichnung? Nein. Hoffentlich nicht hier hinter mir, wo ich es nicht sehen kann. Aber es sind ja auch zwei, sind hier in diesen Porträts. Ja, dann gucke ich mich jetzt hier nochmal um. Vielleicht muss ich mich mal einfach noch mehr drehen. Ah, hier. Das hebe ich mal auf. Das war an der Wand, das konnte man auch mitnehmen. War es das dann, hier in diesem Raum? Gruselig. Dass die hier so hängen und einen anzwinkern. Geh raus. Oh ja, geh. Dann mach es so. War es das hier? Ich hoffe schon. So, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Dieses Bild. Kann man vielleicht auf der Rückseite Papier abreißen. Ja. Jenny was tired of the city life. She decided to fulfill her dream. Live alone in a house in the woods, outside of town. After a few weeks, she truly understood how much she loved it. She had found a place where she would grow old. Or so she thought. One night, before going to sleep, Jenny noticed something strange outside the house. It was difficult to see because it was so dark, but when she turned on the lamps in the room, she could clearly see a man standing next to the shed in the uncut grass. It was almost like he was observing her, 9 meters from the house. Even though he terrified her, she decided to confront him, but once she was outside, the man was gone. She naturally assumed that he'd ended up there by chance and disappeared immediately as soon as he saw that someone was in the house. A few days later, Jenny had already forgotten about the man. In the evening, Jenny heated up some milk. Drinking warm milk made her sleep better. She walked around the house and took small sips of the hot milk. She stopped at one of the windows and froze when she saw the man again. He stood about 6 meters from the house. This time, she could clearly see him. He was pale and skinny. His eyes reminded her of a doll's. The empty eyes looked at her, but at the same time, they didn't. Okay. She was about to open the window when he suddenly began walking out of her sight towards the entrance of the house. She ran quickly to the kitchen and picked up a knife. She stood there, frozen,
waiting for the man. But he never came. A few minutes later, she went out to check if he was still there. He wasn't. Time went by, and once again, Jenny started to forget about the man. But on this night, it felt strange somehow. Almost as if she was being watched. Despite this incredibly unpleasant feeling, Jenny decided to try and get some much-needed sleep. As she was turning off the lamps in the house, she noticed something in the corner of her eye. Something that's not usually there. It was the man. 1 meter from the window. Jenny was so scared that she screamed out loud, then she ran and hid in the bedroom. She heard his footsteps through the grass outside the house. It sounded like he was moving closer to the entrance. Jenny remembered the second time she had seen him, when he also walked towards the entrance, but then disappeared of his own free will. The thought calmed her until she heard the door slam open. As she screamed, she realized she had nothing she could defend herself with. She turned around and opened the window, jumped out and ran towards her car that was parked 5 meters from the house. She was trembling with fear when she started the car. As she drove away, she looked into the rearview mirror. The man was standing at the window, looking right at her. Und weiter? Ist sie dann mit dem Auto weggefahren oder hat er sie gekriegt oder wie? Jetzt wollen wir aber wissen, wie die Geschichte weitergeht, aber wahrscheinlich erst im nächsten Part von DK the Mare. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier weitergeht und ich bin froh, dass ich dieses Tutorial irgendwie angemacht habe, weil ich glaube, sonst würde ich mich hier ständig verirren mit den Türen, ob ich jetzt zurückgehen soll mit dem Pfeil oder mich doch drehen soll, um die andere Tür wieder zurückzunehmen. Muss ich erst ein bisschen noch reinkommen, ist aber ja, ein interessanter Stil des Spiels. Und bin gespannt, was da noch so überhaupt hintersteckt. Vor allem, was diese Jenny-Geschichte jetzt ist. Obwohl ich mir das tatsächlich auch ein bisschen gruselig vorstelle. Da so allein in der Wildnis dann so im Haus und dann ist da irgend so ein Kerl, der einen verfolgt. Aber okay, vielleicht schafft es Jenny ja noch, mit ihrem Auto wegzufahren. Und das erfahren wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.